Es ist einladend, vielfältig und wunderschön. Ein Ort, der Menschen mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft verbindet und an dem Kanadier zusammenkommen, um ihr gemeinsames Erbe und ihre Werte zu zelebrieren. Es ist urban, aber gleichzeitig auch ländlich. Und es ist ein Ort, an dem die Menschen das Leben in vollen Zügen genießen, innen wie auch im Freien und zu jeder Jahreszeit. Das ist Ottawa. Kanadischer geht's nicht mehr. Als Hauptstadt des Landes erzählt Ottawa die Geschichte Kanadas wie keine andere Stadt. Vom historischen Parliament Hill und dem Rideau-Kanal zu den wichtigen nationalen Städten und Monumenten. Diese Erzählung wird in 7 nationalen Museen fortgesetzt, die von Besuchern und Schulgruppen aus Kanada und der ganzen Welt besichtigt werden. Hier wandert man durch die weltweit größten Indoor-Sammlung von Totempfählen. Erkundet die zahlreichen Naturlandschaften des Landes. Lernt kanadische Erfinder, Piloten und Künstler kennen. Sieht die größte Sammlung kanadischer Kunst in der Welt und kann sich zu Kriegsschauplätzen in Kanada und im Ausland versetzen lassen. Heimatmuseen erläutern den Bau des Rideau-Kanals, einem UNESCO-Weltkulturerbe und eines Bunkers aus dem Kalten Krieg, der für die kanadische Regierung im Fall eines Atomangriffs erbaut wurde. Live-Musik, Tanz und Theater aus Kanada und dem Ausland. Die Hauptstadt befindet sich aus dem angestammten Land der Algonquin, einem Volk, das seit Jahrtausenden hier lebt und dessen fortwährende Präsenz ein zentraler Bestandteil von Ottawas Geschichte ist. Ottawa, am Zusammenfluss von 3 Flüssen und umgeben von Landschaft und Wildernis, bietet eine außergewöhnliche Auswahl für Outdoor-Enthusiasten. Hier ist alles möglich, von Weißwasser-Rafting zum Wassertaxi, von der größten Wellness-Oase in Nordamerika zu dem größten Freizeitpark in Kanada, von Fahrrad- und Wanderwegen, die hunderte von Kilometern lang sind, zu Ziplining, Skilaufen und Schneeschuhwandern im Gatineau-Park. Und von Kreuzfahrten auf dem Rideau-Kanal im Sommer zu Winterfreuden auf dem Rideau-Kanal-Skateway, wenn der Kanal zur weltgrößten natürlichen Eisbahn wird. Ottawa ist außerdem eine Stadt der Feste, mit Festivals und Sonderveranstaltungen zu jeder Jahreszeit. Winterlude im Februar bietet Eisskulpturen, Schlittschuhlaufen auf dem Kanal, Spaß für die ganze Familie und reichlich heiße Schokolade und Beavertails, ein süßes Gebäck, original aus Ottawa. Im Mai findet das kanadische Tulpenfest statt und die Stadt erstrahlt mit Millionen prächtiger Blüten. Der Sommer bringt nicht nur den kanadischen Nationalfeiertag am 1. Juli, sondern auch eine Fülle von Musikfestivals für Jazz, Blues, Kammer- und Volksmusik. Die leuchtenden Farben des Herbstes werden mit der Fall Rhapsody zelebriert. Und im Dezember leuchten die Wahrzeichen der Stadt im Glanz der Weihnachtslichter des Festivals Christmas Lights Across Canada. In Ottawa gibt es viele Möglichkeiten, Sehenswürdigkeiten zu erleben. Auf einem Boot, im Doppeldeckerbus oder in einem Amphibus. Von hoch oben aus einem Doppeldecker oder Helikopter und natürlich mit dem Rad oder zu Fuß. Entweder auf eigene Faust oder mit einer der vielen Stadttouren. Für diejenigen, die gern spielen, speisen und Unterhaltung suchen, bietet die Hauptstadt 2 Spielcasinos mit Spielautomaten, Tischspielen und Live-Vorführungen. Andere Indoor-Aktivitäten sind Escape Rooms und Beilwerfen, ein Rückblick auf Ottawas Zeit als Holzfällerstadt. Sportfans kommen bei professionellen Eishockey, Football, Fußball und Basketballspielen auf ihre Kosten. Ottawa besteht aus einzigartigen Stadtvierteln, unter anderem auch dem berühmten Bywatt Market im Herzen der Innenstadt, in dem man einkaufen, gut essen und sich vergnügen kann. Feinschmecker kommen in Ottawa voll auf ihre Kosten, denn es gibt hier eine vibrierende Gemeinschaft von Küchenchefs und eine Vielfalt von feinen und legeren Restaurants, die lokale Produkte anbieten. Besucher können kulinarische Streifzüge, progressive Dinner und Mikrobrauereitouren genießen. Umgeben von historischen Dörfern und Farmland ist Ottawa gleichermaßen urban und ländlich. Dieses Ländliche wird durch die Bauernmärkte, die vielerorts in Ottawa stattfinden, in die Stadt gebracht. Die umliegende Region bietet außerdem reichlich Gelegenheit für einzigartige Begegnungen mit kanadischen Wildtieren im Omega Park sowie für Agrotourismuserlebnisse wie Ahornsirupproduktion im Frühjahr. Und die Menschen? Ottawa ist eine Region mit über 1 Million multikultureller, diverser und gastfreundlicher Einwohner, die Besucher auf Englisch und Französisch begrüßen und Sprachen aus aller Welt sprechen. Sie freuen sich darauf, ihre Stadt mit ihnen zu teilen.